unser Zeug weiter. Unsere Mission hier unten machen wir erstmal weiter. Die Teleporter, den Teleporterstein nehme ich gleich wieder mit. Oh, da. Schön ordentlich alles abschlachten, was im Weg steht. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Da unten haben wir ja da oben das alles schon erkundet. Dann würde ich sagen, gehen wir, wir müssen hier hinter. Dann erkunden wir hier hinten gleich mal mit. Wenn wir eh schon hier sind. Ja. Und zwar bis zu einem speziellen Punkt. Den kenne ich, wie weit wir erkunden dürfen. Und zwar nach unten, hätte ich gesagt. Hey, Gold! Nee. Ich will nicht immer zurücklaufen, Mensch. Tauch doch mal vor mir auf. Und ein Leck. So. Gut. Einfach zu gucken, wie er kämpft. Oder? Ja. Zu gucken, wie er kämpft. Oh, ist hier schon der Punkt? Ja, da können wir ruhig mal mitkämpfen. Es dauert mir das zu lange. Oh, das macht... Ah, komm, komm. Kann doch nicht wahr sein. Das macht der Killer Skorpion schon. Okay, weiter ist hier nicht. Gehen wir noch ein Stück zurück. Lieber ein bisschen auf Nummer sicher. Da möchte ich gerade wirklich noch nicht hin, muss ich ehrlich gestehen. Weil da weiß ich, wird's... Ja gut, ich sag, wie oft sag ich denn da, weiß ich, dass es hier heftig wird. Aber man merkt's bestimmt. Wenn hier mal ein Elite-Orks... Es gibt ja hier erfahrene Orks und auch Elite-Orks. Und die Elite-Orks sind echt stark. Und das sind davon halt nicht nur ein oder zwei davon, das sind dann gleich ein paar mehr. Und den wollte ich gerade angreifen. Ich nehme jetzt erst die Goldmünzen, bevor ich umhau. So. Hier war mal ein Dorf, hä? Ja, hier war wirklich ein Dorf. Das ist nicht mehr. Wie man eindeutig erkennt. Und hier kann man halt auch wirklich, wenn man hier, die haben einige Lager hier unten. Also da hinten, wo ich noch nicht hingehen möchte, zum Beispiel, haben die ein Lager. Hinten, wo ich noch nicht hingehen möchte, haben die ein Lager und hier überall sind halt Waffen. Und eigentlich auch recht gute Waffen mit hier versteckt überall. Man muss es nur einsammeln, das Zeug. Das ist im Grunde Geld, was hier direkt rumliegt. Und ja, es ist Geld, was rumliegt. Man muss es nur einsammeln. Geld und Erfahrungspunkte, die nur rumliegen. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal unsere Mission. Und zwar... das Explosionsfass herstellen und wir hauen mal kurz ab.
Denn hier macht's gleich Rums. Wir kriegen wieder Ruf drauf, das ist immer gut. Erkunden aber hier nach hinten noch, ich heile mich mal kurz. Wie schaut es meinem Killer-Skorpion aus? Dem schaut es auch gut aus. Eigentlich ein Mana-Trank braucht man nicht wirklich, fällt uns gerade so auf. Wir machen ja immer Mana-Entzug und dadurch heilen wir uns ja auch. Geht das Mana hoch? Durch Mana heilen wir uns ja zurzeit. Bleibe ich aber hier. Durch Mana heilen wir uns ja momentan. Hier ist ein Ring. Da war mal ein Kampf. Ich trage zu viel. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder? Ich trage zu viel. Ja, okay. Ist ja schon recht. Nicht wieder reden, danke. Wenn der kein Gold mehr hat, haben wir ein Problem. Das passiert übrigens, wenn man da unten wirklich bei den Orklagern ist und hier sich hochteleportiert. Der Waffenhändler und der Schmied haben das meiste Gold. Ist wirklich so. Die zwei haben das meiste Gold. Und dann die anderen haben nicht so viel Gold. Da muss man dann wirklich die Händler mal alle abklappern zum Schluss. Wenn die zwei denen das Gold ausgeht. Was, so wie es ausschaut, uns recht bald sogar passieren könnte. Das Langschwert möchte ich ja mal noch nicht loswerden. Okay, wir haben jetzt wirklich nicht unbedingt viel verkauft. Und du identifizier mal bitte das Langschwert, das ist Stufe 5, das dürfte recht gut sein. Und auch dadurch Elefantenlangschwert des Geistes. Ist echt nicht schlecht. Und er hat halt nur noch 3000. Stopp, warte mal, mit dir kann ich noch mal handeln. Ich brauche ja eh kaum Tränke. Was haben wir denn hier? 27 von denen. Dann verkaufe ich mal 7 von den kleinen. Von den großen 7, das sind nicht viele. Das Elixier brauche ich nicht. 55? Da verkaufen wir mal 25. Verkaufen wir 35. Tut mir leid. Kurz verrechnet. 35. Die brauchen wir auch nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Die Magietränke hier verkaufen wir alle. Und man sieht, was wir jetzt in kürzester Zeit angehäuft haben. Schon wieder 33.000 Gold hier. Zack, und 2 Händler pleite. Haben wir die Händler ausgeräumt. Toll. Müssen wir mal gucken. Die kriegen übrigens auch wieder Geld nach mit der Zeit. Also Gold nach mit der Zeit. Man muss halt nur warten. Muss halt nur etwas warten. Dann kriegen die, dann haben die wieder schön ordentlich Gold nachgekriegt. Und ich glaube, das Spiel will einem so etwas vorgaukeln, als ob die das Zeug, was man denen bringt, auch für einen auch verkaufen. Die Sachen dann, die man denen verkauft hat, auch bis auf ein paar wichtigen Dinge weg sind. Die sind dann wirklich weg. Bis auf ein paar Sachen, die halt wirklich questmäßig wegen was zu tun haben. Wie zum Beispiel, wenn man jemanden das seltsame Amulett verkauft, was eins von den wichtigen 3 komischen Sachen sind. Hier unten ums Eck bin ich noch nie gelaufen. Mal leckt's gar nicht, dann leckt's ganz oft hintereinander, dann leckt's wieder gar nicht. Hier unten bin ich echt noch nicht rumgelaufen. Gibt's da was? Müssen wir mal gucken. Na. Goldmünzen. Oh, es ist Nacht. Ich würde mich gerne mal schlafen legen, aber dann ist mein Killer-Skorpion weg. Oh, die sind Feinde. Einige sogar. Okay, doch nicht einige. Jetzt habe ich mir mehr erhofft. Weil es ja so gut angefangen hat. Ein paar sind da gewesen. Das war's aber auch schon. Okay, schade.
richtig gut leveln, weil da so viele Orks rumlaufen. Kann man wirklich gut leveln. Oh, verschlossene Truhe. Ich muss öfter mal auch mal für mich privat ein bisschen die Gegend erkunden. Die verschlossene Truhe hier unten kenne ich gar nicht. Ui, 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 ui. Ja, halt die Klappe lassen. Verschlossene Truhe, was ist da drin? Bitte geh auf. Misslungen. Mist. Da haben wir schon die Elite. Oh! Wir kriegen sie gut weg. Okay, das nimmt gut weg, nehme ich zurück.